Nachdem wir das mit der Technik einmal aussortiert haben, starten wir in unseren ersten deutschsprachigen Vortrag des Tages. Umberto ist Diplom-Designer, Dozent für UI und hat nach vielen Vorträgen auf WordPress-Meetups jetzt den Schritt auf die große Bühne beim WordCamp Deutschland gewagt. Er wird uns führen durch die 12 goldenen Designregeln. Ich habe die Folien schon gesehen, ich weiß, was auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt, was er sagen wird. Und wir halten uns gar nicht länger auf, sondern versuchen, unseren Rückstand ein bisschen aufzuholen. Umberto, bitte. Guten Morgen. Bin ich laut genug? Ja, gell? Können mich alle hören? Moin. Hi. Bisschen spät, 10.12 Uhr, deutsche Pünktlichkeit, aber ich bin ja auch kein Deutscher. Also passt schon. Hi, ich bin der Umberto, Diplom-Designer. Also ich durfte noch Diplom studieren vor vielen Jahren. Deutscher. Okay. Hi, ich bin da muss ein bisschen vielleicht besser so. Bleibt das besser so? So viel? Zu undeutlich. Okay. Hi, nochmal, guten Morgen. Umberto, Diplom-Designer. Gib mir mal das andere Mikro, das ist scheiße. Gib mir mal das andere Mikro. Wo? Ja, soll ich die Bildung. Mein Signal kriegt ihr nicht mehr. Doch, ist doch da. Okay, also. Zweihändig. Nochmal. Diplom-Designer 2008. Ich durfte noch Diplom studieren. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Schwerpunkt Grafik. Ne, diese ganzen Sachen. Ich bin inzwischen Dozent an der IU Internationalen Hochschule. Ich unterrichte User Interface Design. Das hat auch manchmal mit UX-Design zu tun, aber heute erzähle ich ganz viel über UI-Design. Manchmal mache ich da auch Web-Design, was so ein paar andere Sachen gibt. Dann habe ich auch noch einen Hauptjob. Ich bin Geschäftsführer und früher war ich freiberuflich unterwegs, der LinkUp GmbH. Wir machen UI-Design und Packaging ganz viel. Das bin ich nicht. Tod? Ich darf nicht in. Ah, ich muss hier stehen bleiben. Tod. Das ist ein bisschen doof, wenn man der erste Speaker ist. Bleibe ich hier stehen? Hier ist gut. Hier ist gut. Okay. Das ist geil. Wo darf ich stehen? Hier, Ton. Prima. Also, und auch ich nutze WordPress, das seit 2010. Es gibt den Page Builder Elementor, den habe ich auch sehr viel genutzt in letzter Zeit. Aktuell nicht mehr so oft, aber ich bin immer noch Elementor Germany Community Leader zusammen mit der Anne Mieke, die hier vorne sitzt. Und beim World Cleanup Day, das ist ein NGO, bin ich Creative Leader. Aber jetzt genug über mich. Let's go. Ich habe das auch ein bisschen vorbereitet. Kommen wir zur ersten Regel. Sie hat insgesamt 12, wie ihr schon wisst. Die erste wäre Klarheit und Zielgerichtetheit. Das ist auch eigentlich die wichtigste Regel. Wenn ihr euch vorstellt, eure User sind keine Gedankenleser. Also setzt nicht einfach irgendwas voraus, sie wissen es nicht. Ne? Also sagt nicht, ja, das wird er sich schon so denken können. Das Gegenteil ist der Fall, eigentlich wollen sie überhaupt nicht nachdenken. Also macht es so einfach, wie es geht. Die wollen eigentlich überhaupt nicht nachdenken. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von allem, was wir machen. Mach es den Usern so einfach, es geht. Ne? Wenn sie auf so eine Website gehen, haben sie immer eine Aufgabe. Also sie wollen irgendwas machen, irgendwas erreichen. Es gibt da sehr, sehr viele von diesen Aufgaben, die sie schaffen wollen und sie wollen diese Aufgabe erfüllen. Und macht es ihnen so einfach, es geht. Und sie wollen auf den ersten Blick verstehen, was sie sehen und wie sie diese Funktion nutzen können.
Mach es ihnen so einfach, wie es irgend möglich geht, ihr Ziel zu erreichen. Bei der Benutzerfreundlichkeit geht es um Menschen. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, bei allem Design, bei allem technologischen Quatsch. Es geht immer darum, wie sie Dinge verstehen und nutzen und nicht um Technologie. Also habt ihr mal den User, den Menschen im Blick. Dieses schlaue Zitat war von Steve Cook, den stelle ich später nochmal vor. Regel, mach Elemente deutlich und gut sichtbar, ohne unnötige visuelle Komplexität. Aufgabe, jedes Element sollte immer eine Aufgabe haben. Also dekorative Elemente sind okay, in Maßen, aber überlegt immer, wenn ihr eine Seite designt, hat das Element jetzt wirklich eine Aufgabe oder ist es einfach nur Dekoration? Fokussiert euch auf das Wesentliche, identifiziert die Hauptbotschaft und die Funktion deines Details. Und wenn es eine Hauptbotschaft ist, betone sie auch. Reduziere unnötige oder rein dekorative Elemente. Stelle sicher, dass die Navigation einfach und benutzerfreundlich ist. War klar? Gut. Regel 2. Erwartungen und Konventionen. Konventionen sind Übereinkünfte, das, was die Leute erwarten. Ne? Da nächste große Regel, erfindet das Internet nicht neu. Man versucht es auch noch nicht mal, ihr schafft es nicht. Ja? Also nimmt das, was da ist, als Basis und interpretiert nicht zu viel oder versucht nicht zu viel Innovation da reinzubringen. Häufig kann das auch gerne mal schiefgehen. Konventionen sind etabliert. Das sind etablierte Praktiken, Muster und Elemente, die User seit Jahren und vielleicht auch hier Jahrzehnten kennen. Und da sind unsere unausgesprochene Regeln des User-Interface-Designs. Das hat zur Folge, dass sich eure User einfach schneller zurechtfinden, dass sie nicht nachdenken müssen, dass sie sofort rauskriegen, wo bin ich, was mache ich und was kann ich hier tun. Und da gibt es ein paar gängige Konventionen. Wir scrollen von oben nach unten. In ganz wenigen Ausnahmen dürfen wir auch mal von links nach rechts, aber in der Regel machen wir das von oben nach unten. Die Navigation hat sich etabliert, machen wir nach oben. Oder an der Seite, wenn es sehr komplex wird, also wenn wir Applikationen haben, wenn wir sehr, sehr große Shops haben oder so weiter, dann lieber an die Seite. Das hat sich auch etabliert, sogar seit fast Beginn des Internets war die eher so an der Seite. Unten, nee, geht gar nicht. Ne? Also Navigation nach unten, passt nicht. Das Logo machen wir eher oben links oder in der Mitte, oben rechts. Ist auch vom Lesefluss her schlecht. Das heißt, wenn der auf die Seite geht, der erste Blick geht immer nach links oben. Und da wollt ihr eigentlich schon immer die Seite zeigen, das Logo zeigen. Wer ist der Absender? Deswegen also so rein vom Blickfang haben wir immer so ein Z. Packen wir das oben links. Man kann es auch in die Mitte packen. Das sieht auch hübsch aus. Je nachdem, was wir zeigen wollen. Aber so oben rechts ist es eher verschwendet. Icons, ganz großes Thema. Icons haben eine etablierte Bedeutung. Viele Icons davon. Wir kennen die und wir sollten sie auch nicht neu interpretieren. Zum Beispiel suchen, Einkaufswagen, Einstellungen, Abflug vom Flughafen zum Beispiel, oder auch der Filter. Jeder, der versucht, irgendwie neue Icons einzuführen für bestimmte etablierte Aktion ist da eher irritiert die Leute mehr, als dass er Innovation schafft. Formulare. Formulare sollten wirklich erwartungsgemäß funktionieren. Es gibt sehr, sehr fancy Formulare, die mit ganz vielen Animationen sind und klick hier, klick da, klick dort.
seid da eher vorsichtig mit, ist bei so wichtigen Dingen wie Formularen auch eher nicht so zu empfehlen, da zu viel Grafik reinzubringen, zu viel Design. Es muss einfach in das Erscheinungsbild passen, aber immer noch der Erwartung entsprechen. Buttons. Was haben wir schon für hunderte von verschiedenen Buttons gesehen? Haben eine riesen wichtige Funktion. Wir haben aber so einen gewissen Stil, wie so ein Button halt aussieht. Ne? Also man kann ihn natürlich mal ausnahmsweise auch mal rund machen oder als Kreis oder als Achteck. Es funktioniert, aber nur in ganz wenigen Ausnahmen. In der Regel ist Button so. Ja, also rechteckig oder maximal quadratisch, bleibt dabei. Mobilen Geräten hat sich der Hamburger-Button etabliert. Man kann auch, nee, eigentlich nicht. Nimmt den Hamburger-Button, die verstehen sonst nicht, was sie da klicken können. Das ist eine etablierte Praxis und wir sollten dabei bleiben. Es gibt noch viele andere Konventionen und Erwartungen der User. Kann man sich auch mal selber Gedanken machen, wenn man so ein Designprojekt hat. Verstehen die Leute das? Also man sollte das auch immer hinterfragen. Ist das wirklich für jeden sichtbar, für jeden auch entsprechend verständlich? Regel 3. Konsistenz. Konsistenz ist ein großes, wieder ein wichtiges Thema. Macht's einheitlich. Und das ist das übergeordnete Thema. Bei allen Elementen, die ihr auf der Seite habt, macht sie so gut es geht einheitlich. Das bedeutet, ihr macht einheitliche Raster, ein einheitliches Raster, ein einheitliches Gestaltungsraster. Also hier ist jetzt nicht CSS-Grid gemeint, sondern im Prinzip das Raster, was unten drunter liegt. Einheitliche Menüs, wichtig. Schaltflächen, Buttons, Schriftarten, kommen wir gleich noch ein bisschen tiefer dazu. Schriftgrößen sollten auf jeden Fall einheitlich sein. Je nach Wichtigkeit kommen wir auch gleich dazu. Farbschemata und einheitliche Abstände. Du definierst klare Designrichtlinien. Am besten machst du das auch in einem Style Guide, den du irgendwo hinterlegst. Der muss nicht für alle sichtbar sein, aber für alle Teammitglieder sollte das auf jeden Fall sichtbar sein. Designrichtlinien für bedeutet auch, dass ihr eine begrenzte Farbpalette habt. Ihr habt maximal zwei Schriftarten, also nicht Fett und Light, sondern Times und Areal zum Beispiel. Ja. Ihr nehmt einheitliche Schriftgröße. Ihr definiert Standards für Größen und Abstände. Also das gilt fürs Raster, für Bilder, für Schaltflächen, Textfelder und noch vieles mehr. Kommen wir schon zur vierten, die Mutter der Zeit. Visuelle Organisation kann man auch anders nennen und das ist dann die entsprechende Hierarchie. Achtet, also die Grundprinzipien sind Gruppen, Größe, Farbe und Platzierung. Das sind die Grundelemente der Hierarchie oder der visuellen Organisation, weil sie einfach es ist eigentlich das größte Wort anstatt Hierarchie. Anweisung hier, ordne die Elemente nach ihrer Wichtigkeit an. Wichtiges steht oben, unwichtiges steht unten. Die größten Elemente ziehen normalerweise auch die größte Aufmerksamkeit auf sich. Also wenn ihr das beachtet und wisst, dass ich einen Button Kontakt so groß mache, dann ist der halt entsprechend super wichtig. Ja. Wenn ihr Sections anlegt, und das ist im Moment State of the Art, dann ist eine Section immer eine Informationsgruppe. Ihr solltet die einzelnen Sektionen auf der Seite auch wirklich klar voneinander unterscheiden, dass der User weiß, wo ich gerade bin. Also bin ich jetzt im
Kontaktbereich, bin ich jetzt im FAQ-Bereich, bin ich jetzt oben im Hero-Header, unterscheidet das wirklich sehr, sehr klar und habe immer im Kopf, okay, jede Sektion eine Idee. Ja? Also sprich, wenn ihr von oben nach unten geht, macht irgendwie einen Rhythmus da rein. Das könnt ihr über die Hintergrundfarbe machen, über Rahmen, über die Weide vielleicht. Aber das Prinzip ist einfach, jede Sektion eine Idee. Variiert Größen, so gut es geht und so oft es geht, damit sie auch wirklich unterschiedlich wahrgenommen werden können. Prinzipiell, Elemente, die nah zueinander stehen, werden immer als Einheit wahrgenommen. Und das schafft zusammenhängende Strukturen. Also wenn ihr Dinge zueinander platziert, werden die auch ein entsprechendes einheitliches, also als eine Gruppe wahrgenommen. Das schafft ihr durch Form, das schafft ihr durch Farben als Hintergrundfarbe oder entsprechende Hintergrundbilder. Ihr könnt Blockgrößen, also Gruppengrößen oder Blockgrößen nutzen, um da auch eine gewisse Hierarchie zu schaffen. Sprich, wenn ich jetzt ein eher unwichtiges Element habe, mache ich den Block natürlich ein bisschen kleiner als jetzt den großen, wichtigen Bereich. Regel 5. Gut, jetzt. Feedback. Es wird jetzt keine ganz große Regel, aber wenn ihr Aktionen habt, also Buttons, Formulare und so weiter, will der User eine Reaktion darauf haben. Das heißt, er will ein Feedback haben. Also er will sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht. Gibt dem User ein Feedback, wenn ihr irgendwas macht, indem er auf einen Button klickt oder hovert, durch den Farbwechsel, durch die Schriftgröße oder was auch immer. Einfach, dass er sieht, okay, hier passiert was. Sagt Danke. Jeder freut sich über ein Dankeschön, wenn er irgendwas erreicht hat. Zum Beispiel ist das wir haben deine Bestellung erhalten. Das kann nicht nur diese E-Mail sein, die danach kommt, sondern auch einfach eine Danke-Seite im Anschluss des Formulars. Macht für den User einfach nochmal klar, okay, das habe ich jetzt geschafft, Aufgabe erfüllt, danke und tschüss. Ja? Und zeigt auch Freundlichkeit und so. Also ein Danke kann ganz, ganz viel erreichen. Wenn ihr Fehlermeldungen habt, gestaltet sie möglichst prägnant und auch unmissverständlich. Also nicht ganz klein, da ist irgendwie ein Fehler auf der Seite oder du hast was falsch ausgefüllt. Nee, das muss groß sein, das muss prägnant sein. Hey, du hast hier gerade einen Fehler gemacht. Möglichst auch irgendwie in einer stechenden Farbe, dass der sofortiges Feedback bekommt. Okay, das war jetzt nicht in Ordnung. Kommen wir zur nächsten Regel Nummer 6, Halbzeit. Farben. Ein spannendes Thema. Farben sind, könnt ihr euch vorstellen, wie Musik in einem Film. Sind eigentlich die primären Auslöser von Emotionen. Kein Element auf so einer Seite oder in so einem Branding kann mehr Emotionen auslösen als Farbe. Als einfach nur um das Thema Emotionen bei der Farbe auch geht. Also ich kann da nicht mehr Informationen rüberbringen. Also ich kann an die Blau nicht reinschreiben, hey, ich stehe für Seriosität und so weiter. Das erzeugt das einfach. Ja? Genau, also die Farben bei die Emotion, das Verhalten und auch das und die Wahrnehmung und den Userfluss dieser die Wahrnehmung dieser Benutzer. Weiter geht's. Jede Website, jedes Brand, jedes Forum oder was auch immer hat so eine ganz eigene Melodie, wenn wir beim Thema Film bleiben. Und die Wahl der Farben bestimmt, welche Emotionen, Bestimmung die bei den Benutzern entsprechend hervorruft. Da haben wir zum Beispiel die gesättigten Töne, vielleicht in einem fröhlichen Pop-Song, weil der ja so perfekt für jugendliche, innovative Marken
dunkle Farben erinnern an melodische Cello-Klänge, strahlende Reserviertheit und entsprechende Eleganz. Ja, Pastellfarben sind dann eher so die sanften Klänge, die eher so für Ruhe stehen, Frühling, bla bla. Auch so Zärtlichkeit. Dann haben wir die eher so knalligen Farben. Das sind dann, das kommt jetzt hier ziemlich, das sind sehr fluoreszierende Farben eigentlich. Die sind eher wie die knalligen Techno-Beats. 150 Beats pro Minute. Glaubt mir, das sind 6 Farben. Neutrale Töne. Ganz wichtig, solltet ihr auch immer irgendwie reinmischen. Habt einfach im Hinterkopf, dass ihr jede knallige Farbe oder jede Techno-Farbe immer mit einer neutralen Farbe auch mischt, damit halt ja noch ein bisschen Ruhe reingehen kann. Und das bringt halt einen schönen Kontrast. Wenn ihr so eine Marke habt oder so ein Thema auf eurer Seite, bleibt bei der Farbpalette der Marke. Führt da nicht zu viele neue Farben ein. Ihr könnt eine Farbe, so wie hier, den Blau, könnt ihr durch Abstufung, durch Helligkeit, durch Sättigung, durch Mischen, könnt ihr eine komplette Farbpalette erstellen. Wenn wir jetzt hier auf der linken Seite hatten, haben wir da sehr viel Harmonie drin. Der Beamer ist nicht farbkoordiniert, aber ist auch nicht schlimm. Bei der Farbwahl achtet bitte auf genügend Kontrast, allein wegen der Barrierefreiheit. Kontrast ist da ein ganz großes Thema. Also Kontrast ist eigentlich auch das Thema bei der Farbgestaltung. Bringt nichts, einen Blauton zu haben und dann so einen Mini-Blauton daneben. Die Unterschiede werden eigentlich kaum wahrgenommen. Also sprich, zu einem Blau nimmt er ja hellere Farben, die dazu passen oder entsprechend dunkler. Wenn ihr Aktionen habt, also der berühmte Call to Action oder der Filter oder was auch immer, nutzt da auffällige Farben. Also sagen, hey, hier kannst du mich klicken. Ich bin für dich da. Ich bin dafür da, dass du deine Aufgabe erfüllen kannst. Da nutzt ihr auffällige. Da, wo es um Emotionen geht, geht es natürlich auch um kulturelle Unterschiede. Achtet gerade in der Farbgestaltung auf kulturelle Unterschiede. Was bei uns für Tod steht, als Beispiel schwarz, steht woanders für Fröhlichkeit. Ja? Steht für Leben. Andersrum bei weiß ist bei uns eher eine fröhliche, helle Farbe. Woanders steht entsprechend für tot. Also es gibt da sehr große kulturelle Unterschiede in der Farbwahrnehmung. Gerade wenn ihr internationale Seiten macht, müsst ihr da entsprechend recherchieren. Genau, die Farbwahl, es gibt da Richtlinien, welche Farben zusammengehen, welche Farben so gar nicht gehen. Da kann man sehr, sehr schöne Tests auch machen, ob die Farbwahl, die ich da auf der Seite ab, überhaupt barrierefrei ist. Ob bestimmte Menschen, die bestimmte Farben nicht wahrnehmen können, also eine Rot-Grün-Schwäche oder solche Sachen, die können einfach eure Seite nicht so wahrnehmen, wie sie, wie ihr euch das wünscht. Entsprechend solltet ihr das testen und da ist die Hauptregel da drin eigentlich, macht eine Information nicht alleine über die Farbe. Das heißt, ihr müsst das dann auch entsprechend über die Form, über die Größe lösen. Nur die Farbe als Informationsträger, das funktioniert nicht. Also ihr müsst immer in einer Kombination gehen, im Quellcode entsprechend über ARIA-Labels und so weiter. Aber habt immer im Hinterkopf, dass die Farbe, die ihr seht, sehr, sehr viele andere einfach auch nicht wahrnehmen können. Kommen wir zur Regel 7. What? Typo. Eins meiner Lieblingsthemen. Typografie ist wie Kochen. Ja. Und die Schriftarten
Das sind, könnt ihr euch vorstellen, wie die Basiszutaten. Also habe ich jetzt Pasta drin, habe ich Tomaten drin. In dem entsprechenden Rezept. What? Weil wenn ich dann koche und das irgendwie zusammensetze, das Gericht, bestimmt die Schriftgrößen und die entsprechende Anordnung, sagt bestimmt das Maß für die entsprechende Technik, koche ich das Gericht, das gibt es noch, dünste ich das. So kann man sich Typografie entsprechend vorstellen. Zu viel Typografie und dein Gericht wird ungenießbar. Also zu viel von irgendeiner Zutat passt nicht. Wenn ihr da zu wenig drin habt, verliert es an Geschmack und Tiefe. Und das richtige Maß, das ist entscheidend. Und entsprechend der Schlüssel zu guter Typografie. Bei aller fancy Typografie, die es hier draußen gibt, ist das oberste Ziel. Die sollte immer dem Inhalt dienen und den Benutzer dienen. Also sie sollte nicht für sich stehen, sollte nicht einfach nur schön sein und sagen, hey, ich bin Typografie, ich bin Text, sondern sie sollte den User immer unterstützen. Das müsst ihr immer im Kopf behalten, wenn ihr Schriften nutzt, nutzt sie dem User. Zu dem Inhalt. Der Schlüssel für gute Typografie ist Kontrast. Das ist der Hauptschlüssel, das Haupt, der Erfolgsfaktor schlechthin für gute Typografie ist immer Kontrast. Verwendet klare und gut lesbare Schriftart für eure Haupttexte. Also eine Comic Sans als Lesetext geht nicht, funktioniert nicht. Wobei eine Times New Roman als Fließtext auf einer Webseite auch schwierig wird, einfach weil wir das ein bisschen anders kennen inzwischen. Nutzt einfach klare und gut lesbare Schriftarten und auch hier wieder testen. Testen können wir gleich noch. Wählt einen sehr hohen Kontrast in den Schriftgrößen für unterschiedliche Überschriften, also H1 zu H2 sollte einen deutlichen Unterschied haben, wie die H2 zu H3. Da gibt es so ein paar Techniken, wie man das ganz gut erreichen kann. Da gibt es zum Beispiel Fluid Typography. Könnt ihr mal googeln, was das ist. Das bedeutet eigentlich, dass die Schriften in einem bestimmten Verhältnis zueinander vergrößert werden. Ich habe in einem anderen Workshop mal gesagt, verdoppelt das immer. Man kann es auch kleiner machen, also so ein Verhältnis von 1,414 zum Beispiel, goldener Schnitt. Wenn ich eine Basisschriftgröße von 16 Pixeln habe, was einem Standard-REM entspricht, multipliziere ich das mal 1,414 als Beispiel und erreiche da die H4 oder H5 Schriftgröße und immer so weiter. Und irgendwann lande ich bei ungefähr 60 Pixeln oder bei 4,8 REM zum Beispiel. Das, so kann man dann die entsprechende Schriftgröße erreichen. Es etabliert sich immer mehr bei den Schriftgrößen Clamp, also CSS Clamp zu nutzen. Da gibt es wunderbare Rechner, die man ergoogeln kann, wo sich die Schriftgröße auf Basis der Bildschirmbreite entsprechend errechnet. Ja, dann gebt ihr nicht mehr klar vor, ich will 4 REM darstellen, weil 4 REM könnte auf einem Smartphone viel zu groß sein, auf einem 4K-Monitor viel zu klein. Ja, und so kann man dann sagen, okay, also von bis und dieses Clamp ist eine sehr spannende und sehr, sehr gute Art, Schriftgrößen darzustellen. Seid bitte sehr zurückhaltend mit mehreren Schriftfamilien, also Times, Arial oder Helvetica mit der
bin ich sehr, da solltet ihr möglichst zurückhaltend sein. Ihr könnt Schriftfamilien mischen. Natürlich könnt ihr das und es ist auch sehr sexy, das zu machen. Regel ist, wenn ihr das macht, mischen aber nicht gleiche Klassen miteinander. Also eine Sans mit einer Sans mischen geht meistens schief oder oft und fast immer. Wenn ihr eine Klasse Serif mit Sans Serif mischt, geht das eigentlich ganz oft klar. Und das könnt ihr euch als Regel mitnehmen, da kann man Schriften dann fetter gut mischen. Ich habe eben schon mal gesagt, dass Serifenschriften für Fließtexte oder für lange Texte auf Webseiten eher schwierig sind. Aber dann als Headline natürlich super. Ihr könnt Schriftschnitte als E15 habe ich noch. Ihr könnt Schriftschnitte natürlich verwenden und solltet es auch, aber dann bitte sinnvoll. Also Schriftschnitt bedeutet Fett, Light, Kursiv, Extended und so weiter. Wenn ihr Schriftstärken nutzt, ist so eine gute Regel, die ihr nutzen könnt, wenn ihr mindestens eine Schriftstärke überspringt. Das heißt, wenn ihr die Schriftstärke 300 gerade in der Headline habt und ihr habt dann die nächste, nimmt ihr nicht nur 400 daneben, weil dann ist der Kontrast zu gering. Ihr nimmt eine 500 oder eine 600. Weil wenn ihr es total dramatisch wollt, nehmt ihr eine 700. Aber 100 zu 200, das funktioniert nicht. Also mindestens 100 dazwischen. Wenn die benannt sind, also Medium und Light und Extra Bold und so weiter, dann nimmt ihr immer noch einen dazwischen. Also eine Light mit einer Regular funktioniert nicht gut. Nimmt da lieber die Bold. Nimmt eine angemessene und gut die leserliche Zeilenhöhe. Und da könnt ihr ihn einfach nur testen. Das kann man kaum sagen. Nimmt jetzt irgendwie ein REM, eins REM, kann man nicht sagen, weil jede Schriftart unterschiedlich ist und jedes Gerät auch anders ist. Da gibt's aber auch eine Faustformel, die ihr euch merken könnt. Je größer die Schriftgröße, desto kleiner darf der Zeilenabstand. Je kleiner die Schriftgröße, desto größer der Zeilenabstand. Das ist so eine Faustformel, die ihr euch einfach mitnehmen könnt. Dabei ist die Hauptidee, seid bold, heavy, italic, light, hairline, schmal, aber niemals regular. Interactions. Doch, ganz gut. Interaktion und Animation sind wie Gewürze in eurem Gericht. Also sie können einem Gericht, weil ihr beim Kochen und jetzt auch immer noch geben dem Ganzen Komplexität und auch Tiefe. Aber Gericht ohne Gewürze, ohne Salz, ohne Pfeffer, schnell fade und auch ziemlich langweilig. Allerdings, wenn ihr das überwürzt, überwältigt das auch den Geschmack und kann das ganze Gericht komplett ruinieren. Also zu viel Salz, zu viel Pfeffer, schmeckt nicht mehr. Less is more, weniger ist oft mehr. Aber es sollte wahrnehmbar sein. Also, wenn ihr Gewürze drin habt oder Animation, Mikro-Interactions und Makro-Interactions, man soll schon sehen, dass es die gibt und die sind auch gut. Ne? Aber übertreibt es nicht. Das ist so der schmale Grad bei den Interaktionen. Da ist auch wieder die Regel, Einfachheit geht vor. Jede Interaktion sollte intuitiv sein und auch leicht verständlich. Beachtet das Tempo. Zu schnelle oder zu langsame Animationen irritieren die User. Oder wenn sie auch zu heftig sind, zu schnell sind, schrecken sie sogar ab. Menschen mit ADHS zum Beispiel, die klicken dann weg. Oder die sind dann nicht mehr da.
Dabei ist es wichtig, dass ihr eine gewisse Konsistenz dabei beachtet. Also wenn ihr einen Farbwechsel beim Button habt, dann sollte der auch immer da sein und nicht nur auf einer Seite. Und so schafft ihr ein kohärentes Erlebnis bei den Grünseiten. Achtet dabei bitte auf fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Zuständen. Also nicht zu ruckelig und nicht zu ausladend bei den Interaktionen, sondern dass es ein Fluss ist, dass sich das smooth anfühlt. Und dass wir da sagen, okay, das fühlt sich ja doch natürlich an. Regel Nummer 9. Responsive Zugänglichkeit und Inklusion. Responsive Design, ich muss da gar nicht zu viel mehr erzählen, die meisten kennen es ja. Stellt euch das vor wie ein Kleidungsstück, das sich perfekt anpasst an die verschiedenen Körpergrößen. Also sprich, ihr habt ein T-Shirt und das ist ein Wunder-T-Shirt, das passt zu 40 Kilo, aber es passt auch zu 140 Kilo. Das ist das Prinzip von Responsive Design. Zugänglichkeit, achtet beim User Interface Design auf Zugänglichkeit, das ist, man kann sich das auch vorstellen wie in einem barrierefreien Gebäude. Das stellt halt sicher, dass jeder da rein kann, dass jeder das benutzen kann, unabhängig von seinen Fähigkeiten. Also ist es jetzt, es sollte rollstuhlgerecht sein und so weiter. Das bedeutet Zugänglichkeit. Inklusion geht nochmal ein Stückchen weiter. Stellt halt sicher, dass sich jeder repräsentiert und wertgeschätzt fühlt. Also wenn ihr Webseiten gestaltet und dann nur Frauen drin habt, könnte das auch, oder die alle nur Bikinis anhaben oder was auch immer, könnte das auch schon mal schnell ins Gegenteil umschlagen. Also achtet darauf, wenn ihr das gestaltet, dass sich alle wertgeschätzt fühlen und vor allem kulturelle und persönliche Unterschiede berücksichtigt werden. Mobile first, mobil und passend das Design an den größeren Bildschirm an. Warum machen wir das? Naja, Hinzufügung ist leichter als weglassen. Also wir fangen klein an, werden größer, statt größer und kleiner werden. Achtet auf eine flexible Gestaltung. Euer Design sollte sich wie Wasser an alle Gegebenheiten anpassen können. Erlaubt bitte die Anpassung von Textgrößen. Also, wir machen keine Texte in 16 Pixel, sondern in einem REM oder so. Weil manchmal braucht jemand einfach eine größere Schrift. Wenn ihr Buttons gerade mobil gestaltet, achtet darauf, dass die wirklich auch groß genug sind, dass man mit dem Finger oder mit dem Daumen das auch treffen kann. Wenn die zu klein sind, treffen die Buttons entsprechend nicht. Beachtet die Farbblindheit, also vermischt Information eben nicht nur über die Farbe, sondern über Texte, über Screenreader, Informationen und so weiter. Haltet Standards ein, die Barrierefreiheit vorgibt. So gut es geht, entsprechend, und beachtet die kulturelle Sensibilität. Was hier bei uns passt, passt woanders womöglich nicht. Regel Nummer 10. Skalierbarkeit. Kind, denk doch mal an deine Zukunft. Also ihr fangt ein neues Projekt an, und ist womöglich erstmal so eine kleine Mini-Seite. Eventuell wird da auch mal was Größeres. Wie so ein Baum, der als kleiner Keim anfängt und dann immer größer wird. Solltet ihr ein System bauen, was von Beginn an auch größer werden kann. Ermöglicht das Ganze, und wie es geht, zeige ich auch jetzt. Das Designsystem sollte alle Elemente bereits enthalten und die wichtigsten Aspekte auch entsprechend definieren.
Du kannst auch Style Guide nennen. Also sprich, erstellt einen Style Guide und macht ihn sichtbar, dass alle, die an diesem Projekt mitarbeiten, das darauf auch entsprechend Zugriff haben. Am besten macht ihr das, indem ihr wiederverwendbare Designmodule erstellt. Also sprich, ein Kontaktformular kann sich entsprechend anpassen. Da ist die Wahl der Wahl, mit entsprechenden Templates zu arbeiten, Templates erstellen, die ich immer wieder benutzen kann. Und benutzt da Raster-Layouts am besten. Also sprich, 12-spaltiges Raster hat sich etabliert inzwischen. Müsst ihr nicht machen, aber das hilft euch bei der Gestaltung immens. Mein großer Tipp an euch, verwendet CSS-Klassen und Variablen so oft es geht. Das muss ich einem guten Entwickler natürlich nicht sagen, aber wir sind ja gerade im UI-Design, deswegen sage ich das doch. Und in den Programmen wie Figma und Co., also XD, nutzt da die Möglichkeit für Komponenten so exzessiv, wie es geht. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe eben gesagt, ich arbeite mit Elementor, mit der Hubs früher. ID-basiertes Design skaliert nicht. Also es kann nicht skalieren. Ihr müsst immer wieder in die Elemente rein und sie neu anpassen. Deswegen, da wo es geht, möglichst nicht auf ID-Basis arbeiten, sondern auf Klassenbasis. Dann habt ihr auch skalierbare Systeme. Es geht eigentlich immer, aber Regel ist, nutzt relative Einheiten, also Prozent, EM statt statische Einheiten, allein schon für die Barrierefreiheit. Und Dokumentation, super wichtig. Für uns chaotische Designer, ganz wichtig, für Entwickler eher nicht. Bleib organisiert, nutze konsistente Namen und entsprechende Ordner. Regel 11, Wireframes und Prototypen. Ist wie das Storyboard bei dem Film. Also wir erstellen erstmal ein Storyboard, bevor wir anfangen zu drehen. Und das ist bei uns in der Gestaltung ist das Wireframe. Ich plane deine Website entsprechend mit Wireframe, bevor du anfängst zu gestalten. Also viele gehen erst schon direkt in den Page-Builder rein. Ich empfehle das nicht, sondern plane erstmal ein einfaches Frame, um zu gucken, wohin geht die Reise und wie gestalte ich einzelne Elemente. Wenn ihr ein Wireframe habt, startet mit einem Smartphone. Robert Hering. Achtet dabei auf eine sehr klare Struktur, damit ihr euch entsprechend auf die Design, also macht da keine Schockfarben rein und so weiter. Das bringt bei den Wireframes in der Regel nichts. Sondern macht die so einfach, es irgend geht, entsprechend sehr einfach. Und nutzt da, wo es Platz macht, Sinn macht, entsprechende Platzhalter. Wenn ihr Beschriftung macht, macht sie klar und dass sie auch wirklich jeder versteht. Interaktivität entsprechend für, wenn ihr dann bei Prototypen seid, da wo es Sinn macht, dass ich sehe, okay, wenn ich diesen Button klicke, komme ich auf die nächste Seite. Macht riesengroßen Spaß. Seid flexibel dabei. Und kommen wir zur letzten Regel. Testen, testen, testen. So wie beim Theater. Ich bin echt top in der Zeit. Machen wir eine entsprechende Generalprobe. Und das sollten wir auch beim UI-Design machen. Testen, testen, testen und macht das nicht erst zum Schluss, sondern sehr, sehr früh schon, dass wir frühzeitig schon erkennen, da wo Fehler sein können. Wenn ihr User-Tests macht, definiert klare Aufgaben und Ziele für die Tester, um gezielt Rückmeldung zu machen. Also setzt die da dran und sagt, bestell mal ein Produkt in meinem Shop. Wie einfach ist das? Beispiel. Das wäre dann seine Aufgabe, beobachtet das und dann kriegt er entsprechende
Rückmeldung und guckt genau, was die machen. Wie lange sie brauchen, ob sie irgendwo stecken bleiben. Und wenn sie dir Feedback geben, höre darüber. Das Ganze dokumentieren wir entsprechend. Dann habe ich jetzt noch ein Bookfab. Das ist meine persönliche Bibel. Das Standardwerk für alle UI und UX Designer ist Don't Make Me Think von Steve Cook. 2011 hat er das geschrieben. Entsprechend nicht erschrecken, wenn die Grafik, wenn das Layout noch ein bisschen outdated aussieht, hat aber nichts an seiner Aktualität verloren. Wenn ihr euch noch ein bisschen mehr informieren wollt, mehr Ressourcen wollt, mehr gucken wollt, wo kriege ich noch mehr Informationen, hier sind so ein paar Seiten, die ich sehr, sehr gerne nutze. Habe ich noch eine Top-Empfehlung, productdesign.cool. Geht da mal drauf, da findet ihr unfassbar viel Information von Freitools bis Nachschlagewerke etc. Zusammenfassung, wir haben über Klarheit gesprochen, wir haben über Erwartungen und Konventionen gesprochen, Konsistenz, visuelle Organisation, Feedback, Farben, Typografie, Interactions, Responsiveness, Skalierbarkeit, Wireframes und Testen. Vielen Dank. So, wir müssen leider die Fragen an dieser Stelle kürzen, weil sonst laufen wir in die nächsten Sessions rein. Wenn ihr Fragen an Roberto habt, geht auf uns zu. Hat den blauen Pulli an, man findet ihn leicht. Zu guter Letzt haben wir ein kleines Geschenk für dich, unser Speaker-Geschenk mit dem WorkTim Deutscher. Vielen Dank. Wir machen eine winzig kleine Umbaupause und sind in wenigen Minuten mit den Lightning-Talks hier. Das heißt, drei Talks, eins überhaupt, drei kurze Themen, das wird sehr unterhaltsam. Nehmt euch schnell was zu trinken, geht aufs Klo, wir sind gleich wieder da. Tschüss. Drink it, they're in bad, they're in it. Folks.